Hallo, hier ist Amir von Android Next mit einem kleinen Spieleschmankerl zum Wochenende. Und zwar hat Nvidia uns freundlicherweise eine, ich weiß nicht, ob es eine Vorabversion ist, auf jeden Fall eine Version von einem kommenden Eishockeyspiel für Android zur Verfügung gestellt. Und das heißt Hockey Nations 2011, wir starten das gerade mal, wird natürlich, das von Nvidia kommt, ein Tegra 2-Spiel sein. Das heißt auch nur auf Tegra 2-Geräten laufen. In dem Fall habe ich hier mir mal wieder Kollegen Daniels LG Optimus Speed ausgeliehen, um euch das zu präsentieren. Ja, und bei Eishockey-Spielen denke ich ja unweigerlich an NHL 98 war das, glaube ich. Das war mein erstes Spiel auf dem PC damals, das den 3DFX Voodoo-Beschleuniger nutzte und ganz schicke 3D-Grafiken darstellen konnte. Sowas geht ein bisschen über 10 Jahre später dann eben auch auf dem Smartphone. Und jetzt sind wir im Hauptmenü von Hockey Nations 2011. Was auffällt ist, Hockey Nations hat keine Original-NHL-Lizenzen. Das heißt, wer jetzt irgendwie die ganzen Teams, New York Rangers, Edmonton Oilers und wie sie alle heißen, erwartet, wird enttäuscht. Es gibt quasi nur die Städte, die da für die Vereine stehen. Man hat allerdings die Möglichkeit, die selber neu zu benennen. Also wir können jetzt hier mal gucken. Detroit steht da, Calgary, Dallas, Chicago, ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade gar nicht, wie die alle in echt heißen würden. Bei manchen weiß ich es, da habe ich es auch schon selber gemacht. Es gibt nämlich Colorado, die heißen glaube ich Avalanche in der NHL, heißt der Verein. Edmonton, da habe ich es schon mal eingesetzt, das sind die Edmonton Oilers. Oder waren das die, nee, Detroit ist nochmal, ach, ich weiß es nicht. Die NHL-Fans unter euch werden das wissen und die Möglichkeit zu schätzen wissen, das eben individuell einstellen zu können. So, gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü. Auf den Zurückknopf muss man hier immer etwas länger drücken. Scheint ein Feature zu sein, damit man da nicht aus Versehen drauf kommt. Und wir gucken mal noch mal ganz kurz, was es hier sonst noch gibt. In den Options kann man das übliche Musiklautstärke, Soundeffektlautstärke einstellen. Man kann einstellen, ob der Puck im Spiel noch besonders unterlegt wird durch ein Bitmap, damit man den nicht aus dem Auge verliert. Und man kann hier die Kameraposition verändern. Das kann man aber auch im Spiel nachher machen, je nach Bedürfnissen. Achievements gibt es, wie heutzutage üblich in Spielen, wo man irgendwelche besonderen Aufgaben lösen muss, um dann Trophäen dafür zu bekommen. Unter Help findet man sowohl ein Tutorial, das statisch anhand von Screenshots erklärt, was die einzelnen Knöpfe in den einzelnen Spielsituationen so machen. Dann gibt es noch eine Fließtexterklärung der Control Settings und eine Fließtexterklärung der verschiedenen Spielmodi, also Turnier, Playoff. Liga-Modus gibt es nicht, soweit ich das jetzt sehen konnte. Es gibt tatsächlich nur die Möglichkeit, Playoffs zu spielen oder eben einen internationalen Wettbewerb, also quasi eine WM. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal gleich ins Spiel. Machen wir mal hier einfach, ich gehe mal in den Practice-Modus zuerst, damit ich da auch mal auf den grünen 2 komme. Nehmen wir mal Kanada als eine der bestimmt international besten Mannschaften. Und da kriege ich hier immer so Tipps beim Laden noch angezeigt. Das war jetzt der Hinweis, dass ich eben Achievements unlocken kann. Ja, und jetzt schauen wir mal. Hier links habe ich das Steuerkreuz. Damit bewege ich jetzt den puckführenden Spieler. Ihr seht, das läuft sehr flüssig. Sieht auch ganz cool aus. Und hier rechts habe ich eben drei Aktionsbuttons. Hier unten in der Ecke ist quasi die Möglichkeit, den einfach schneller skaten zu lassen. Dann kann ich hiermit passen. Und dann kann ich mit dem da oben noch aufs Tor schießen. Das gelingt mir bis jetzt in den seltensten Fällen, dabei wirklich dann auch ein Tor zu schießen. Aber ich probiere es einfach nochmal. So. Nein. Oh, Pfosten war das sogar. So, ein Versuch. Ne, jetzt habe ich einen Offside produziert. Also wer die Eishockey-Regeln kennt, weiß, dass Abseits beim Eishockey was anderes ist als Abseits beim Fußball. Das ist dann schnell mal passiert. So, wieder nichts geworden. Schauen wir noch ganz kurz auf die Buttons hier. Also hier kann ich on the fly ins Menü. Kann hier dann eben auch nochmal die Options verändern und auch die Kamera zum Beispiel jetzt weiter wegmachen, damit ich so eine TV-ähnliche Ansicht habe. Und was noch viel praktischer ist für Strategen ist, ich kann hier in so ein On-the-Fly-Taktik-Menü kommen. Da kann ich zum Beispiel die Formation hier einstellen. Da kann ich einstellen, wie aggressiv mein Team spielt oder wie vorsichtig sie spielen. Und hier gibt es noch was. Die Offense kann ich da auch noch einstellen und was dieses Initiate Fight bedeutet. Ich glaube, man kann sich da noch kloppen. Das kommt im Eishockey ja häufig vor. Kann man also alles hier machen. So, jetzt gehe ich mal in ein richtiges Spiel, damit ihr auch mal seht, wie das dann läuft, wenn da quasi noch mehr Spieler auf dem Feld sind. 5 gegen 5 sind es ja beim Eishockey, wenn ich jetzt nicht irre. Ein Torwart und 4 Feldspieler. Und ja, Exhibition. Ich nehme wieder Kanada und spiele einfach mal gegen die Schweden. Die sind ja auch nicht die schlechtesten. Hier kann man einstellen die Schwierigkeit noch dann, was es für Regelfeinheiten gibt, beziehungsweise Spiellänge und sowas alles.
Man kann vorab sogar die Strategie dann auch nochmal genau festlegen und hier sogar so mit so Spielverlaufsgeschichten. Also wer sich mit Eishockey auseinandergesetzt hat und da seine Freude dran hat, kann hier richtig ins Detail gehen. Wir machen das jetzt einfach mal ohne diese Feinheiten. Präsentation seht ihr, ist auch ganz cool. Hier mit schönen Lichteffekten. Lightshow, wie das eben in den USA, in den NHL-Arenen auch wirklich üblich ist vom Spiel. Das kann sich also durchaus sehen lassen. Ja, achso, hier beim Bulli gibt es dann immer so eine nette Sache. Ich muss den Puck mit dem Finger treffen, um quasi den Bulli zu gewinnen. So, jetzt versuchen wir doch mal, den hier den Ball abzuluxen. Jetzt bin ich hier Puck. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... Kommt keiner. Also schieße ich einfach selbst. Und habe auch schon gleich ein Tor geschossen. Super. Da können die Schweden sich schon mal warm anziehen, wenn ich das dann gleich zu Ende spielen werde. Ja, das also erstmal... Hier kann ich wohl noch die Kamera wechseln beim Replay. Oh ja. Ja, habe ich ganz fein gemacht. Bin ich auch ein bisschen stolz. Und ja, also das... Mal kurz, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach ja. Das also quasi ein kurzer Blick auf Hockey Nation 2011. Ein Problem gibt es noch bei dem Spiel. Und zwar, wenn ich ins Hauptmenü gehe, ich komme aus der App ohne weiteres nicht mehr raus, weil leider wie in letzter Zeit häufig bei der App irgendwie ein Exit-Button oder sowas fehlt. Ich kann es auch nicht über den Zurück-Button einfach beenden. Und noch schlimmer, sollte ich in dem Spiel jemals aus Versehen in Standby geraten und der ist ein bisschen länger drin und ich starte es dann wieder, dann lädt er hier nach und zeigt mir ein sehr verschobenes Bild an, das ich auch nicht mehr ändern kann. Und ich kann da auch nicht mehr wirklich bedienen und muss das Ganze dann im Prinzip über den Homescreen beenden und irgendwie extern killen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass die Entwickler, Distinctive Games heißen die, wenn ich das, glaube ich, im Vorspann richtig gesehen habe, da irgendwie noch ein bisschen Bugfixing betreiben, bis die App dann endgültig raus ist. Wann das sein wird, wie gesagt, wissen wir noch nicht genau. Den Preis wissen wir auch noch nicht genau. Wir melden es aber natürlich, sobald sich da was tut. Und ja, unsere erste Meinung zu dem Spiel für Eishockey-Fans auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Sieht technisch cool aus und spielt sich auch ganz lustig. Das war Armin von Android Next mit Hockey Nations 2011.